Servus zusammen und recht herzlich willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier auf unserer schönen Alpenmap Neu-Mini-Brunn. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen. Wir stehen hier vor unserem Lamborghini und wir sind bei uns auf dem Hof. So, es ist April, 13:39 Uhr und ich habe ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen und dort vorne läuft unser kleiner Charlie. Servus Charlie, wie geht's dir? Ja, bist ein Braver. So, heute wird es, glaube ich, gar nicht so viel zu tun geben auf dem Hof. Wir werden uns natürlich ein bisschen um unsere Tiere kümmern. Aber was ich mit euch heute machen möchte, ist eigentlich auf jeden Fall mal durchzugehen. Denn ich habe jetzt die aktuelle Map heruntergeladen, das Update der Map heruntergeladen. Und es hat ja einige Änderungen gegeben. Die würde ich gerne mal im Groben mit euch durchgehen. Und danach werden wir ein bisschen Geld einsammeln, denn ihr wisst es ja, es gibt Sammlerstücke hier auf dieser Map und einige weiß ich noch, wo sie sind. Ansonsten hier an der Stelle nochmal, ich werde es euch verlinken, gibt es ein sehr, sehr schönes Video vom Griungs und der hat hier alle 16 Sammlerstücke aufgelistet, dann könnt ihr die leicht finden und das werden wir dann später tun. Gehen wir mal ganz, ganz kurz darauf ein, denn wie gesagt, ich finde es ganz toll, wie TopAce888 das hier zum Beispiel bei sich in der Beschreibung zum Changelog 1.0.2.0 gemacht hat, dass er nämlich ganz klar gekennzeichnet hat, welche Änderungen einen neuen Spielstand benötigen und welche nicht. Finde ich vorbildlich, finde ich ganz, ganz toll. Und wir legen einfach mal los, was hier bei ihm drin steht, wofür wir nämlich zum Beispiel keinen neuen Spielstand erfordern. Und das fand ich auch, finde ich wirklich cool. Nämlich hier, wenn wir den Kalender gucken, Weizen und Gerste können wir jetzt auch schon im März und im April aussehen und müssen nicht bis September, Oktober warten. Also das wäre zum Beispiel möglich. Das ist eine Änderung, die jetzt hier neu ist. Und das nächste wäre zum Beispiel Pflastersteine als Bodentexturen hinzugefügt. Die hatte ich nicht. Die werden also automatisch dann aus dem Mod-Hub hinzugefügt. Müsst ihr euch also, glaube ich, nicht darum kümmern. Braucht euch also auch keine Sorgen machen. So, Schneeeinfärbung auf den Straßen hinzugefügt. Nun gut, das werden wir jetzt nicht sehen. Aber was zum Beispiel wieder sehr, sehr interessant ist, und das wird auch eben dann ein bisschen euren Spielstil auch etwas verändern können, nämlich Ackergras kann an die Hühner verfüttert werden. Ja, also wir müssen da jetzt nicht nur Getreide reinwerfen, sondern wir können Ackergras auch ernten und das wird dann ebenfalls hier als Futter anerkannt für unsere Hühner. Das gleiche gilt übrigens auch eine Änderung, dass wir jetzt die Kühe auch mit Silage füttern können. Ja, da schaue ich mal auch hier rein, ob das zu sehen ist. Nahrung, Mischration, Heu, Gras. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir müssten es ausprobieren, dass wenn man eben die Silage reinwerfen, nur die Silage reinwerfen, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das bei Heu bei 80% dann aufschlägt. Und wenn wir schon bei den Kühen sind, also das werden wir dann auch alles ausprobieren, aber ich schaue jetzt gerade nochmal, weil es steht jetzt nicht extra dabei, sondern hier steht, Kühe fressen nun auch Silage. Da müssen wir einfach dann sehen, wie das dann eben aufpoppt. Auch hier wurde geändert. Ich glaube, vorher waren es 80. Jetzt können wir 100 Kühe in den Stall mit aufnehmen. Also auch nicht schlecht, denn wir wollen uns hier auf jeden Fall auf Kühe ein bisschen spezialisieren. Und dann ist es natürlich gut, wenn wir dann eben auch ein bisschen mehr hier in den Stall reinbekommen. So, lass mich mal noch mal ganz, ganz, ganz gucken. Ja, diverse Anpassungen im Umgebungssound, dass zum Beispiel die Autos, das Autohupen weniger zu hören ist oder die Wassergeräusche am Teich. Ja. Zu den Sammelobjekten komme ich nochmal speziell, weil es wurden nämlich einige auch verändert. Die sind nicht mehr da, wo sie ursprünglich waren. So, was haben wir sonst noch Interessantes? Die Kapazität vom Kuhstall wurde angepasst, das habe ich bereits erwähnt. Ja, viele, viele Fehlerbehebungen und auch optische Sachen, Bodentexturen. Es wurde auf jeden Fall auch ein bisschen was zum Malen hinzugefügt. Ich muss da jetzt gerade mal reinschauen. Und zwar Pflaster. Schauen wir mal. So, zack, zack, zack. Malen. Ah ja, also Kopfsteinpflaster wurde auf jeden Fall hinzugefügt. Und hier nochmal.
Oder waren die schon da? Also auf jeden Fall, nee, das müssten so 6-Kant, 8-Kant. Also auf jeden Fall zwei Texturen sind nochmal hinzugefügt worden. Also hier sind sowieso schon jede Menge. So, ich glaube, die hier wurden hinzugefügt, wenn ich richtig weiß. Und die hier höchstwahrscheinlich. Also zwei Texturen auf jeden Fall sind hinzugefügt worden. Kommen wir mal ganz kurz zu den Dingen, die wichtig sind eben für alle, die eben dann einen neuen Spielstand laden müssen. Und das war ja das Thema mit dem Mähen auf Feld 14. Wenn er da den Helfer einsetzt, dann gab es da wohl das Problem, dass es Lücken im Schwad gab und das wurde jetzt ersetzt. Genauso auch ein Thema mit den Bordsteinen. Auch da wurde was umgestellt. Da muss man also jedenfalls einen neuen Spielstand laden. Aber ich glaube, schauen wir noch mal ganz kurz. Feld 14. Achso, ja klar, das ist unsere Wiese. Aber ja, also ich muss ja ehrlich sagen, ich tendiere ja sehr, sehr stark dazu, 17 zu kaufen. 15 müsste man sich nochmal ansehen. Und 14 wird sowieso eher unser Expansionsbereich, wo wir dann eventuell einen Schweinestall und vielleicht auch eine kleine Mini-BGA hinpflanzen. Also ich glaube, das können wir wirklich verkraften, was dieses Thema mit dem Helfer angeht. Und da brauchen wir keinen neuen Spielstand laden. Okay, ich glaube, das war es jetzt, was die wichtigsten Änderungen hier auf der Map sind. Jedenfalls auch eine Änderung war, dass hier in der Vergangenheit eben ein Sammelstück war und das ist jetzt nicht mehr da. Also ganz deutliches Zeichen dafür, dass wir hier unsere Map abgedatet haben. Auch hier fehlt das Sammelstück. So, der Modder hat sich hier nicht, ich sag mal, mit Spielsachen aufgehalten, sondern er hat da, glaube ich, ein bisschen was Eigenes kreiert. Jedenfalls bei ihm sind es, und da muss man hier zum Beispiel gucken, Backwaren. Hier haben wir einen Donut. Den können wir also jetzt schon mal aufsammeln und bringt uns 62.500. Und wie gesagt, wenn man dann alle 16 Stück zusammen hat, dann sollte man 1 Million haben. Wir schauen mal ganz kurz in die Einstellungen. Es müsste eigentlich hier sein. Gefundene Sammelobjekte 1 von 16. 16 Stück sind hier also verteilt. Okay, also wie gesagt, das sind Backwaren. Da muss man immer ein bisschen genau hinschauen. Und ich weiß jetzt, wo schon der nächste ist. Und da gehen wir dann auch gleich hin. So. Das ist nämlich da oben im Turm und da werden wir dann hinmarschieren. Und natürlich sind auch sehr viele Sammelstücke klassisch verteilt, eben zum Beispiel an den Produktionen. Ich glaube bei der Zuckerfabrik, bei der Schreinerei, beim Shop, dann natürlich auch beim Viehhandel. Ja, wo man eben sonst so normalerweise eben diese Sammelstücke dann auch eben erwarten darf, wo sie sind. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier auch hochkommen und nicht gleich wieder runterfallen. Ist ja nicht immer ganz so einfach. So, tricky, tricky. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war ja auch schon mal hier oben und ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Also, Backwaren ist natürlich schon sehr, sehr clever, ne? Muss man einfach so sagen, weil man achtet doch eher auf andere Sammelstücke. Und finde ich super, ganz toll. So. Da sind wir jetzt hier oben und jetzt müsste hier was liegen und nebendran gibt es auch eine Giants-Tasse. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da rankommen, aufsammeln. Auch dieses Stück haben wir. Sehr schön. Okay, so, was ich euch noch gerne zeigen möchte, weil da hatte ich jetzt ein bisschen Angst. Ihr erinnert euch, wir haben ja in der letzten Folge Ballen gesammelt und da hatte ich jetzt ein bisschen Angst, aber das hat alles gepasst, ist also da kein Problem, auch hier wurde mit dem Update übernommen, ist alles im grünen Bereich und hier werden wir also weiterhin noch ein bisschen Geld machen mit der BGA. So, jetzt überlege ich gerade, war hier auch irgendwo ein Sammelstück? Bin ich gerade am Überlegen. Ich glaube nicht. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, weiß ich nicht genau. Aber wir werden uns noch 1, 2 Sammelstücke holen, von denen ich auf jeden Fall weiß, dass sie da sind. Und zwar zum Beispiel hier bei der Pizzeria. Bei der Pizzeria müssen wir hier die Treppe hoch. Und dann finden wir hier wieder, was ist das? Ein Cupcake oder weiß ich jetzt gar nicht.
Den sammeln wir auf. Auf jeden Fall bringt er uns 62.500. Und wir werden uns noch zwei, drei Sammelstücke holen. Dazu laufen wir jetzt hier lang. Ich weiß jetzt gar nicht, was es genau ist. Sup. So. Na. Tor offen. So. Kurz überlegen. Wo ist das? Überleg gerade. War doch irgendwo hier. Dumm. Hier auf der Bank, oder? Ja. So. Tja, was ist das? Keine Ahnung. Auch so ein Stück Kuchen oder so. Oder ist das ein Schwarzbrot? Pumpernickel? Wir wissen es nicht, aber wir wissen 62.500 Euro zu schätzen für unser Portemonnaie. Dann schauen wir mal. Denn, ja, was wir auf jeden Fall machen können, ist jetzt mal hier hinspringen zur Tanke, zur Elektrotankstelle. Und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz, wo zum Beispiel einer der beiden Sammelstücke ist, die jetzt nach dem Update eben neu positioniert wurden vom Modder. Und wenn wir nämlich da oben rechts in den Wald gehen, dann finden wir da einen kleinen Campingplatz. Und an diesem Campingplatz, da gibt es glaube ich auch einen Aussichtsturm oder so einen Hochsitz. Und da finden wir ebenfalls dann... So, geht's hier rein? Na, wir gehen einfach. So, hier, da haben wir ihn doch. So, hier ist nämlich ein kleiner Campingplatz mit jede Menge Utensilien. Und da oben drin müsste... Jep, da ist es doch. Da ist das erste Sammelstück von denen, die eben neu platziert wurden, die also nicht mehr am Hof sind. So, und das zweite Sammelstück, das ist auf der ganz anderen Seite meines Wissens hier, nämlich bei der Schreinerei. Und da müsste nämlich jetzt hier, und das ist wie gesagt, also tolle Deko, ganz toll gemacht. Überall diese kleinen Deko-Sachen hier. Und da ist nämlich nochmal ein Sammelstück, nämlich nochmal ein Brot. Und das nehmen wir mit, hier neben der Giants-Tasse. Und dann sind wir bei 489.000. Und damit können wir da nochmal kurz reinschauen. Naja, also hier gibt es nichts, was wir brauchen. Okay, gehen wir mal auf den Hof zurück. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, wie es unseren Tieren geht in der Zwischenzeit. Haben wir da noch was drin? Bisschen Silage? Zack. Ja, da ist noch Material drin. Da machen wir schnell den Traktor dran. Und dann werden wir unsere Tierchen füttern. So. Yep, das passt. Sehr gut, dann ist der nämlich auch leer. So, achso, den Motor noch ausmachen. Weil, jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Also, die Tiere. Oh ja, da haben wir noch genügend. Da könnten wir auf jeden Fall noch ein bisschen Futter reinmachen. Und ansonsten haben wir hier die Hühner. Auch da ist eigentlich gut. So, hups. Ja, also da müssen wir jetzt nicht für heute noch was reinmachen. Und das passt dann schon soweit. Schauen wir mal, Aufträge, Ballenpressen immer noch, könnten wir immer noch machen. So, aber was ich euch noch zeigen wollte, auch hier die Minimap, die wurde ebenfalls auch ein bisschen angepasst. Die wurde jetzt auch im Aussehen, ja, wie gesagt, angepasst. Ich glaube vor allen Dingen hier so die Waldteile und so weiter, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, die ebenfalls auch überarbeitet wurden.
Ja, dann würde ich doch sagen, heute mal keine ganz so lange Folge. Ich darf mich an der Stelle wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken und ich bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei euch für eure Unterstützung. Wenn euch das hier gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo freuen und natürlich auch über ein Däumchen. Ansonsten sage ich wie immer an dieser Stelle Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer. Bis zum nächsten Mal wieder hier auf dieser wunderschönen Map. Bis bald!